Hey, willkommen zu einem neuen Video. Da ihr regelmäßig nach neuen Gruselvideos fragt und diese auch sehr gut angesehen werden, haben wir beschlossen, ein weiteres zu erstellen. Wenn ihr keine Gruselvideos mögt, schaut es euch nicht an oder schaut in die Kommentare, wo ihr euch verstecken könnt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Ein arabischer YouTuber namens 3AMR hat am 14. Juli 2019 ein Video hochgeladen, in dem er mitten in der Nacht einen verlassenen Ort erkundet. Alles, was er dabei hat, ist eine Taschenlampe und eine Kamera. Was er in dieser Nacht einfängt, ist ziemlich gruselig. Als er auf eines der Gebäude zugeht, sieht er plötzlich eine schwarze Gestalt mit weißen Augen, die ihn aus einem Zimmer um die Ecke ansieht. Er rennt hinein und findet überhaupt nichts. Er untersucht den ganzen Raum, findet aber nur eine Menge Gerümpel und Gänge mit leeren Räumen. Nach ein paar Minuten beschließt er, nach draußen zu laufen, weil er einen Schrei gehört hat. Als er wieder draußen ist, sieht er zunächst nichts. Aber einen Moment später sieht er die unheimliche Gestalt, die ihn aus einem Fenster eines anderen Gebäudes ansieht. Wieder rennt er darauf zu, doch als er näher kommt, ist die Gestalt plötzlich verschwunden. Laut mehreren Personen in den Kommentaren wäre dies ein Dschinn gewesen, der laut Koran eine Art Geist oder Dämon ist. Nummer 19. Der Leuchtturm namens St. Augustine befindet sich im US-Bundesstaat Florida und ist für seine vielen düsteren Geistergeschichten bekannt. Er wird auch als der am meisten heimgesuchte Leuchtturm in Amerika bezeichnet. Im Jahr 1859 soll ein Leuchtturmwärter umgefallen sein, aber auch zwei junge Mädchen sollen von der rauen See verschluckt worden sein. Dies sind nur zwei der düsteren Geschichten, die sich um den Leuchtturm ranken, und seitdem ist der Ort geschlossen. Ein paar Jahre später wurde ein Foto von jemandem gemacht, der behauptet, eine Frau gesehen zu haben, die auf dem Geländer stand und in die Ferne schaute. Nach Aussage des Mannes ist es unmöglich, dass sich jemand im Leuchtturm befand. Würde dies bedeuten, dass es ein Geist gewesen war, der Wache hielt, oder was war es sonst? Übrigens war dies nicht das einzige Mal, dass etwas aufgezeichnet wurde. Vor einigen Jahren wurde der Leuchtturm angeblich für Touren geöffnet und mehrere Leute berichteten, dass sie geisterhafte Gestalten gesehen haben und sogar von ihnen festgehalten wurden. Nummer 18. Dieses Video, das ich euch jetzt zeigen werde, war vielleicht keine umwerfende Erfahrung, aber ich dachte, ich sollte es mit auf diese Liste nehmen. Ein YouTuber mit dem Namen John Bud Guy hatte im Juni 2008 ein Video mit dem Titel The Scariest Ice Cream Truck Ever hochgeladen. Ein Eiswagen ist ein Wagen, von dem aus jemand Eiscreme verkauft. Oft haben diese Wägen ein erkennbares Geräusch, um ihre Anwesenheit zu zeigen. Vielleicht habt ihr es ja sogar schon einmal selbst gehört. Aber würdet ihr das auch tun, wenn ihr dieses Geräusch hören würdet? Hört einfach mal zu. The scariest thing I've ever heard. Der Mann, der das Video hochgeladen hat, sagt, dass der Eiswagen jeden Tag an seiner Wohnung vorbeifährt und das Geräusch seine Katze erschreckt. Ich habe keine Ahnung, warum der Eisverkäufer dachte, es sei eine gute Idee, seinen Wagen so klingen zu lassen. Aber ich denke mal, er hatte damit wahrscheinlich nicht so viel Erfolg. Nummer 17. Das folgende Video wurde am 5. April 2013 von einem Benutzer namens TopShooter003AH hochgeladen. In dem Video sehen wir einige Menschen an einer Straßenecke in der Stadt Syrien stehen. Der Mann soll eine Art Gebet verrichten, das Asan genannt wird. Allerdings, wenn er dies tut, könnt ihr eine schattenhafte Gestalt zu Fuß durch im Hintergrund sehen. Laut den Leuten im Kommentarbereich wäre dies eine Sichtung eines Dschinns gewesen. Wenn wir das Video analysieren, sehen wir, dass die schemenhafte Gestalt durchsichtig ist und plötzlich in eine etwas dunkler wirkende Form übergeht und schließlich ganz verschwindet. Allerdings scheint niemand den Dschinn zu bemerken, aber als das Video hochgeladen wurde, waren viele Menschen davon überzeugt, dass dies tatsächlich etwas Übernatürliches ist. Was denkt ihr, was das ist? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 16. Joseph Chansuolme ist ein YouTuber, der erstmals im Dezember 2011 ein Video hochgeladen hat, in dem er behauptet, in seiner Wohnung würde es spuken. Er hatte ständig das Gefühl, dass er beobachtet wurde. Tatsächlich gingen Lichter an und aus, Türen wurden geöffnet und vieles mehr. Über einen Zeitraum von 2 Jahren stellte er überall in seinem Haus Kameras auf. Und er hielt mehrere Dinge mit der Kamera fest. Eines Tages, als er seine Kamera nachts im Wohnzimmer aufgestellt hatte, sieht man einen Lichtball vorbeifliegen. Und einen Moment später geht sein Herd an. An einem anderen Tag sieht man wieder Lichtkugeln vorbeifliegen, eine Schranktür, die sich öffnet und alle möglichen Dinge, die aus dem Nichts aus dem Schrank geworfen werden. Außerdem geschehen seltsame Dinge in seinem Badezimmer. Seht euch das mal an! Das letzte Video, das er hochgeladen hat, war im Oktober 2013, in dem er erzählte, dass er umgezogen ist. Seitdem hat er nichts mehr gepostet.
wollen wir hoffen, dass es ihm gut geht. Nummer 15. Gettysburg ist ein Ort, der sich im US-Bundesstaat Pennsylvania befindet. Und über diesen habe ich auch schon mal berichtet. Hier fand die größte Schlacht aller Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs statt. Laut vielen Menschen, die diesen Ort besucht haben, würde es dort von Geistern nur so wimmeln. Von Lichtkugeln, die angeblich überall herumschweben, bis hin zu mehreren Fotos, die angeblich in und um die Gegend von Gettysburg aufgenommen wurden. Ich habe keine Ahnung, inwieweit diese Fotos real sind, aber die Tatsache, dass mehrere von ihnen im Internet kursieren, macht sie doch irgendwie glaubwürdig. Auch in Kommentaren zu verschiedenen Videos berichten Menschen, dass sie dort waren und dass die Geistergeschichten wahr zu sein scheinen. Am 4. Mai 2013 wurde ein Video von einem YouTube-Nutzer namens Yankee Rap gepostet. Er und sein Freund hatten das Auto am Straßenrand geparkt und die Kamera auf ein paar alte Kanonen gerichtet. Nach ein paar Stunden sehen sie einen Geist auftauchen. Könnte dies einer der Soldaten gewesen sein, die hier einst gekämpft haben? Was denkt ihr darüber? Nummer 14. Dieses Video soll 2010 in einem der am meisten von Spuk heimgesuchten Gebäude in Malaysia gedreht worden sein. Mehrere Leute haben Stühle und andere Arten von Möbeln gesehen, die sich einfach aus dem Nichts bewegen. Im Jahr 2010 wurden einige dieser Ereignisse auf Sicherheitskameras eingefangen. In dem Filmmaterial sehen wir einen Mann, der einige Sachen in seinen Rucksack packt. An einem Punkt schalten sich drei Monitore ein. Der Mann scheint dies zu bemerken und wirft einen Blick darauf. Die Bildschirme schalten sich dann wieder aus und dann wieder ein. Als dies passiert, hat er genug gesehen und beschließt wegzulaufen. In einem anderen Raum sitzt eine Frau an ihrem Telefon. Aus dem Nichts wird ein Stuhl gegen sie geschoben, wodurch sie zu Boden fällt. Sie steht verwirrt auf und will zum Ausgang gehen, aber durch irgendeine mysteriöse Kraft ist die Tür durch alle möglichen Tische und Stühle blockiert. Nach Aussage mehrerer Personen soll es sich dabei um einen bösen Geist gehandelt haben. Es ist unklar, ob dies wirklich passiert ist oder nicht, aber das Filmmaterial wurde schließlich in einer malaysischen Dokumentation im Jahr 2015 verwendet. Nummer 13. Am 4. Dezember 2017 besuchten ein Geisterjäger namens Brad Mack und einige andere Leute einen Ort, der als The Cage bekannt ist. Dieser Ort befindet sich in einer kleinen Stadt namens Essex in England. The Cage soll ein altes Gefängnis für Menschen gewesen sein, die Hexerei praktizierten. Direkt gegenüber von diesem Gebäude war auch eine alte Nervenheilanstalt mit einer dunklen Geschichte. Als sie nachforschten, hörten sie ständige Schritte, Lichter, die an- und ausgingen. Und er hat auch zwei seltsame Strichmännchen auf seinen Bewegungskameras eingefangen. Das allein ist schon unheimlich genug, aber was dann passiert, ist völlig bizarr. Als die Gruppe an einem Tisch in dem am meist verwunschenen Raum des Gebäudes steht, passiert plötzlich etwas mit dem Gesicht einer der Frauen. Die Frau namens Debbie scheint sich plötzlich in eine Hexe zu verwandeln. Ihr Gesicht zeigt ein unheimliches Lächeln und ihre Nase ist plötzlich langgezogen. Als Brad dies bemerkt, ruft er Debbie nach oben, wo sie auch einige seltsame Flecken an ihrem Hals offenbart. Könnte Debbie von etwas besessen sein? Was denkt ihr darüber? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 12. Hampton Court Palace ist ein königlicher Palast, der sich in London, England befindet. Er soll bereits im Jahr 1500 erbaut worden sein und es kursieren viele dunkle Geschichten über diesen Ort. Einer der ersten Sichtungen von Geistern stammt aus dem Jahr 1700. Die letzte Person, die jemals in dem Palast lebte, war König Georg II. Als sein Sohn im Jahr 1760 König wurde, wurde der Palast nicht mehr genutzt und war verlassen. Im Jahr 2003 wurden Bilder veröffentlicht, die eine Art Geist im Kostüm zeigten. Sicherheitspersonal wurde gerufen, um eine bestimmte Tür zu schließen, die offen war. Es war nichts zu sehen, aber am zweiten Tag erschien eine geisterhafte Gestalt. Auch über dieses Ereignis wurde weltweit in den Nachrichten berichtet. Unser Geist wurde schließlich Skeletor genannt. Nummer 11. Im August 2017 behauptete ein Mann namens Adam Ellis, dass er von einem Geist eines kleinen Jungen heimgesucht wurde. In den folgenden Tagen und Wochen dokumentierte er alles, was passierte. Er erklärt, dass er Schlafprobleme hat und dass der Geistjunge, den er in seinen Träumen sieht, jetzt auch in die reale Welt hinübergegangen ist. An mehreren Tagen wachte er aus dem Nichts auf und sah den Geisterjungen am Ende seines Bettes sitzen. Auch in seinem Haus begannen seltsame Dinge zu geschehen. Seine Katzen miauten stundenlang in Richtung einer bestimmten Stelle. Sie fingen an, mit ihren Pfoten in der Luft zu klatschen und einmal bewegte sich sogar ein Topf auf dem Tisch. Eines der schlimmsten Ereignisse war, als er beschloss, nachts eine Kamera aufzustellen, die alle zwei Minuten Bilder machte. Als er morgens wieder auf seine Kamera schaute, war auf den ersten Bildern nichts zu sehen. Aber irgendwann erschien der kleine Junge auf mehreren Bildern am Ende von Adams Bett, während er schlief. Soweit ich herausfinden konnte, wird aus diesem Ereignis auch ein Film gedreht. Übrigens, wenn ihr mehr über diese Geschichte wissen wollt, sucht auf YouTube oder Google nach Dear David. Nummer 10.
Diese Bilder stammen von einer Türklingelkamera aus den Vereinigten Staaten. Viel mehr ist darüber nicht bekannt. Wenn man hinschaut, sieht man eine Frau, die vor dem Haus herumläuft und sich etwas seltsam verhält. Sie geht zur Tür und sieht die Türklingelkamera. Aber bevor etwas anderes passiert, wird sie von einem vorbeifahrenden Auto aufgeschreckt. Sie wartet leise, bis das Auto vorbeigefahren ist, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, und geht schließlich zurück zur Kamera. Irgendwann versucht sie, in die Kamera zu beißen. Sehr seltsam. Vielleicht war das ein Scherz zwischen zwei Freunden, aber wenn ein Fremder meine Türklingelkamera beißen würde, fände ich das sehr seltsam. Nummer 9. Diese Aufnahmen einer Türklingelkamera wurden am 8. März 2018 auf einem YouTube-Kanal namens Stenographics hochgeladen. Um 3.30 Uhr morgens schaltete sich der Bewegungssensor ein und begann, eine seltsame weißliche Kreatur zu filmen. Die Kreatur verhielt sich sehr seltsam und schaute um die Ecke in der Nähe der Haustür. Der Uploader denkt, dass es sich möglicherweise um ein Alien gehandelt haben könnte. Sobald das Licht angeht, scheint die Kreatur mit unglaublicher Geschwindigkeit vom Bild wegzuspringen. Wenn man genau hinsieht, scheint die Kreatur nicht größer als 1,4 Meter zu sein. Der Mann versuchte am nächsten Morgen, die Situation zu rekonstruieren. Dabei kam er zu dem Entschluss, dass es sich wahrscheinlich nicht um einen Menschen handelte, denn die Geschwindigkeit des Wesens, das davonstürzte, war viel höher. Was könnte diese Kreatur gewesen sein? Was denkst du? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 8. Im August 2016 hatte ein Nutzer namens Fat and Depressed einen Beitrag auf der Social-Media-Website Reddit gepostet, in dem er behauptete, er habe etwas Schreckliches vor seinem Haus gesehen. Der Mann erhielt mitten in der Nacht eine Benachrichtigung auf seinem Smartphone, dass jemand an seiner Tür stehen würde. Dies geschah an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mehrmals in der Nacht. Jede Benachrichtigung erfolgte zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens. Die ersten Male war auf der Kamera der Türklingel nichts zu sehen und er dachte, es könnte ein Hund sein. Aber beim achten Mal sah er einen furchterregenden Mann mit dunklen Augen vor seiner Tür. Er teilte das Foto, das er gemacht hatte, auf Reddit. Das Seltsame an dieser Geschichte ist, dass der Mann seither nichts mehr gepostet hat, sodass auch nicht klar ist, was genau es gewesen ist. Eines weiß ich mit Sicherheit. Ich wäre schockiert gewesen, wenn ich diese furchterregende Gestalt mitten in der Nacht vor meiner Tür hätte stehen sehen. Nummer 7. In dem folgenden Video ist ein seltsam aussehender Lichtball zu sehen, der an der Türklingelkamera vorbeizieht. Der Hausbesitzer, der sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befindet, erhielt eine Benachrichtigung auf seinem Telefon, dass an der Haustür eine Bewegung festgestellt worden war. Als sie nachschauten, sahen sie niemanden vor der Tür stehen. Sie beschlossen, sich die Kameraaufzeichnungen noch einmal genau anzusehen. Und was sie sahen, ließ ihnen einen Schauer über den Rücken laufen. Wie ihr sehen könnt, geht der Lichtball an einem Punkt durch die Wand auf der linken Seite des Hauses und verschwindet dann wieder. Die Frage ist, was könnte das gewesen sein? Der Hauseigentümer beschloss, den Hersteller der Türklingelkamera anzurufen, und dieser sagte, dass es sich höchstwahrscheinlich um ein Insekt handelte. Viele Menschen glauben jedoch, dass es sich um den Geist einer verstorbenen Person handeln könnte, der sich immer noch im Haus aufhält, um sie zu beschützen. Was denkt ihr, was das gewesen sein könnte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 6. Wenn du keine gruseligen Clowns magst, solltest du jetzt wegschauen. Dieses Türklingelkameramaterial wurde 2017 in Wisconsin in den USA aufgenommen. Sichtungen von Clowns kamen zu dieser Zeit sehr häufig vor. Es war sogar ein Trend. Aber dieses Video ist meiner Meinung nach ziemlich gruselig. Wenn man genau hinsieht, steht der Clown mit Luftballons in der Hand eine Weile, still in der Dunkelheit, und beobachtet die Situation aus der Ferne. Irgendwann beschließt der Clown, leise zur Haustür zu gehen und schaut direkt in die Türklingelkamera, als wüsste er, dass er gefilmt wird. Es kursiert die Geschichte, dass dieser Clown in der Gegend bekannt sei und angeblich mehrere Leute erschreckt habe. Nachdem er eine Weile in die Kamera geschaut hat, beschließt der Clown plötzlich wieder wegzugehen, nachdem er ein letztes Mal in die Kamera geschaut hat. Nummer 5. Im Oktober 2017 postete eine dreifache Mutter namens Rochelle Hay Kameraaufnahmen auf Facebook, um andere Eltern vor einem seltsamen Mann in der Nähe der britischen Stadt Manchester zu warnen. Gegen 14 Uhr, während sie zu Hause fernsah, spielten ihre drei Kinder auf einem Trampolin im Vorgarten. Irgendwann kam ein mysteriöser Mann in einem weißen Minivan vorbei und hielt an, um den Kindern ein paar Donuts anzubieten. Wahrscheinlich wollte er die Kinder in seinen Minivan locken. Das älteste Kind von 8 Jahren sieht dies und rennt sofort hinein, um ihre Mutter zu warnen. Dann rennt sie wieder nach draußen, um ihre jüngere Schwester ins Haus zu holen. Als die Mutter nach draußen rennt, um den Mann im Minivan zur Rede zu stellen, fährt dieser schnell davon, was ihn sehr geheimnisvoll macht. Die Mutter erzählt Reportern, dass es sehr beängstigend war, Zeuge dieses Vorfalls zu werden, aber dass sie stolz auf ihre 8-jährige Tochter war, die in dieser Situation schnell gehandelt hat. Leider konnte ich nicht herausfinden, ob der Mann verhaftet wurde, aber dies ist definitiv eine weise Lektion, niemals etwas von einem Fremden anzunehmen.
Nummer 4. Dieses gruselige Video wurde erstmals im September 2018 hochgeladen. Das Filmmaterial zeigt einen Mann, der spät nachts an der Haustür eines Hauses ankommt. Er versucht, an der Tür zu klingeln, aber als er keine Antwort erhält, beschließt er direkt, in die Türklingelkamera zu schauen. Nach einer Weile scheint er etwas zu flüstern. Hört mal hin! Der Mann murmelt weiter vor sich hin, bis er schließlich zum Fenster geht, um zu sehen, ob jemand zu Hause ist. Dann geht er zurück und schaut wieder in die Kamera. Irgendwann versucht er, die Tür aufzubekommen, woraufhin er ruft, dass er seinen Hund Fido sucht. Nachdem er keine Antwort erhält, geht der Mann wieder weg und murmelt noch etwas vor sich hin. Könnt ihr diesem Mann glauben? Oder was würde er mitten in der Nacht dort machen? Eines weiß ich mit Sicherheit. Wenn ich tief in der Nacht den Augapfel von jemandem in meiner Türklingelkamera sehen würde, wäre ich wirklich schockiert. Nummer 3. Diese Türklingelkameraaufnahmen wurden im Oktober 2017 von mehreren Nachrichtenseiten aufgegriffen. Der Besitzer des Hauses behauptet, es habe an der Tür geklingelt. Als er einen Blick nach draußen warf, war nichts und niemand zu sehen. Nachdem dies ein weiteres Mal passiert war, beschloss er, die Kameraaufzeichnungen zu überprüfen und hörte eine ziemlich unheimliche Stimme eines Geistes oder Dämons. Hört einfach mal kurz zu. Viele Leute sagten schnell, dass es sich um einen Poltergeist gehandelt haben könnte, während andere bemerkten, dass das Haus mit Halloween-Dekorationen geschmückt war. Es könnte also durchaus sein, dass es sich um einen Scherz handelte, auch wenn nicht alle damit einverstanden waren. Ob es nun ein Geist war, der Geräusche machte oder nur ein Halloween-Streich, überlasse ich euch zu entscheiden, was ihr glaubt. Nummer 2. Dieses Ereignis ist natürlich etwas, das ihr hoffentlich nie erleben werdet. Am 17. April 2017 gegen 2 Uhr nachmittags in der Nachbarschaft eines New Market Parks in Auckland in den Vereinigten Staaten ging ein Mann auf die Eingangstür eines der Häuser zu. 15 Minuten zuvor hatte er an der Tür geklingelt, um zu sehen, ob jemand zu Hause war. Der Hauseigentümer, der sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befand, hörte Musik über Kopfhörer und überhörte daher die Klingeln. Als der Mann mit dem Kapuzenpulli keine Antwort erhielt, ging er wieder weg und kehrte kurze Zeit später mit einem Freund zurück, weil er glaubte, das Haus sei leer. Sein Freund stand auf der Treppe Wache, während die anderen Männer gegen die Tür traten. Als er dies noch ein paar Mal versuchte, hörte der Hausbesitzer dies und schrie, woraufhin die beiden Männer schnell davonliefen. Das ist also genau der Grund, warum die Leute Türklingelkameras haben. Leider konnte ich nicht herausfinden, was sonst noch passiert ist, aber es ist beängstigend, sich vorzustellen, was alles hätte passieren können. Nummer 1. Okay, das ist so ziemlich das Merkwürdigste, was ich je gesehen habe. Also kann ich nicht anders, als dieses Ereignis auf Platz 1 zu setzen. Am 18. Januar 2019 hatte die Türklingelkamera von Sylvia und Dave Duncan in einem Haus in Kalifornien etwas sehr Bizarres aufgezeichnet. Der Mann, der später unter dem Namen Roberto Arroyo identifiziert wurde, leckte 3 Stunden lang an einer Türklingel. Ja, ihr hört richtig. 3 Stunden lang. In dieser Zeit hätte man sich gerade mal 2 Filme ansehen können. Das Unheimliche und Seltsame daran ist, dass er merkt, dass er gefilmt wird, aber trotzdem weitermacht. Sylvia und Dave waren in dieser Nacht nicht zu Hause, aber ihre Kinder schliefen, als dies geschah. Zum Glück haben sie selbst darüber gelacht, denn eigentlich hatte er niemanden verletzt. Später stellte sich heraus, dass der Mann ein Verlängerungskabel für die Weihnachtsdekoration gestohlen und in den Garten gepinkelt hatte. Aber im Ernst, 3 Stunden lang an einer Türklingel lecken? Ich frage mich, warum dieser Mann das getan hat. Was war eurer Meinung nach das Unheimlichste oder Gruseligste, was in diesem Video passiert ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.